Ja, im Wirtshaus bist du wieder so gut gelandet. Ja. Ich freue mich über das Asylpaket 2, da kommt jetzt Zug rein. Ja? Kein Familiennachzug mehr für die Familienclans, Hotspots in Griechenland und vor allen Dingen schnellere Abschiebung in die sicheren Herkunftsländer. Da kriegen wir die Nachfrist schon in den Griff. Was ist das jetzt? Das ist Kölner Polizeijargon, heißt nordafrikanische Intensivtäter. Und die wird man jetzt schneller los. Ah ja, und wen sonst noch? Ja, also alle aus sicheren Herkunftsländern, Roland. Also wirklich, wie oft muss ich dir das erklären? Also jetzt zum Beispiel Marokkaner, Tunesier, Afghanen, Pakistaner, Iraker, dann unsere Europäer, die Serben, die Albaner, die Montenegriner und die Innereuropäischen, die Bulgaren, die Rumänien und so weiter, da können jetzt ganz viele zurück. Also alle, oder? Ja, ja, also fast alle im Grunde genommen. Aber das geht eigentlich nur, wenn du weißt, dass sie es sind. Und zweitens, dass sie überhaupt da sind. Ja, wie jetzt? Weil ja, du kannst ja Untergetauchte, die Hälfte ungefähr, kannst du nicht abschieben. Gut, die du am Schlawittchen hast, da kannst du auf den Pass gucken. Pass! Ach so, ja klar, die haben sie ja weggeworfen, stimmt. Ja, okay. Ja, aber bei den Schwarzen siehst du doch, dass sie keine Syrer sind. Ja. Aber wenn der Nigerianer, wenn der Nigerianer von Boko Haram verfolgt ist. Ah, also dann ist er, da muss man ein bisschen aufpassen, da kann man ihn nicht einfach abschieben. Nee. Ja, oder wenn er sagt, er ist minderjährig. Oh ja, besonders schutzbedürftig, richtig, geht auch nicht, stimmt. Ja, oder wenn er krank ist. Ach, krank geht doch vorbei. Ja. Ach, geht krank, aber traumatisiert. Das ist doch wie beim ZDF, die kriegst du nie mehr los. Ah, ja, Psycho dauert jahrelang, Therapie und so weiter. Stimmt, das ist schlimmer als Rücken, das stimmt, da ist was drin. Na, und du weißt doch, das ist doch wie beim ZDF, da kommt auch nicht jeder jeden Tag. Wenn der zur Abschiebung einfach nicht zum Flieger kommt, was tust du dann? Keine Ahnung. Wenn er im Flugzeug randaliert, dann nimmt ihn der Kapitän auch nicht mit. Ach, echt? Ja, so ist das. Ja, ja. Du lieber hast Gott. Du das überhaupt schon mal überlegt, wie das gehen soll? Ja, wenn du 5.000 abschieben willst. Also so viele wie jeden Tag kommen. Ja, wenn du also nur die. Ja. Das sind 100 Flugzeuge und 1.500 Beamte. Oh, 365 Mal. Ja, da kannst du gleich Frankfurter Flughafen nochmal bauen. Ach du lieber Gott. Ja, und wenn die dann ankommen in Bangladesch, dann sagt der Bangladeschi Annahme verweigert. Weil der Mensch ist nämlich kein Paket, das du durch die Welt schicken kannst, wie es dir gefällt. Und auch nicht, bis der Bundesregierung gefällt. Wie glaubt man das? Also ist auch das Asylpaket 2 gar nicht so doll, wie ich gedacht habe? Ja, du, das kriegst du in jedem Supermarkt. Ja? Rieseninhalt, nichts drin. Oh Gott. Aber trotzdem, ich finde das gut. Stell dir mal vor, du warst immer so schlecht gelandet. Jetzt warst du glücklich. Wenigstens 2 Tage hast du geglaubt, wir schaffen das. Ich habe mich schon gefühlt wie Claudia Roth. Ja, ehrlich. Aber weißt du, du sollst dich fühlen wie der österreichische Bundeskanzler. Aha. Bei dem hat sie die Kanzlerin angesteckt. Echt jetzt? Ja, weil der sagt in Österreich, es muss etwas geschehen, aber es darf nichts passieren. Ah, das kenne ich. Das heißt europäische Harmonisierung, ja? Diesmal Wiener Ort. Genau, das ist der Schmäh pur. Dann geht's ja.